und da sind wir. Wir haben es eben ja kurz angeteasert. Heute mit einer Politikstunde zum Thema: Ist Kolonialismus längst Geschichte und welche kolonialen Spuren begegnen uns eigentlich in unserem Alltag? Wir sind an Freitag, den 27. März bei der Politikstunde und meine beiden heutigen Gäste sind die beiden Vertreterinnen von Bonn Postkolonial, Jill und Anna. Ich grüße euch, guten Morgen. Ja, wir haben ja besprochen, dass ihr eine kleine Einführung auch nochmal macht in das Thema Kolonialismus, dass ihr ein bisschen was grundsätzlich einführt zu der Thematik, dass wir auch hoffentlich wieder miteinander ins Gespräch kommen und vor allen Dingen der Frage nachgehen, was hat das Thema Kolonialismus eigentlich noch mit uns heute zu tun? Genau, wir würden erst einmal so ein bisschen vorstellen, wer wir überhaupt sind, was ist eigentlich von Postkolonial. Bonn Postkolonial ist eine Initiative, die wie ganz viele andere Gruppen in Deutschland auch sich kritisch mit ihrem Wohnort auseinandersetzt. Wir machen das zum Beispiel in Stadtrundgängen. Du hattest es gerade schon gesagt, wir führen Stadtrundgänge mit der Bundeszentrale für politische Bildung durch. Wir kooperieren da, machen aber neben dessen auch Lesungen. Wir veranstalten Filmabende, also ein ganz diverses Angebot, was wir da so zu bieten haben. Genau, und Ziel ist es, so ein bisschen koloniale Spuren in der eigenen Stadt zu entdecken und da mal so ein bisschen, naja, einen Perspektivwechsel vorzunehmen und mal ein bisschen die Augen offen zu halten, was gibt es eigentlich so in meiner Stadt. Und Anna und ich sind eben auch Teil dieses Teams, Teil von Bonn Postkolonial. Wir möchten an dieser Stelle einmal sagen, dass wir, naja, nicht die Experten für Postkolonialismus sind. Natürlich, wir bringen Wissen mit, sonst würden wir vermutlich auch heute nicht hier sitzen. Wir haben die Stadtrundgänge vorbereitet, die Stationen erarbeitet, wir sind immer im Plenum unterwegs, wir tauschen uns super viel aus in der Gruppe. Aber wir sind natürlich auch zwei Individuen, zwei weiße Studentinnen. Anna studiert Philosophie im Master, ich Politikwissenschaft. Und wir können halt auch nur aus unserer Perspektive heute sprechen. Was bedeuten soll, in der Gruppe gibt es noch andere Perspektiven, noch andere, naja, Ansichten, Positionen. Wir sind eine sehr diverse Gruppe, wie auch das Publikum vor den heimischen Laptops oder Handys, wie auch immer. Genau, sind wir auch eine Gruppe von schwarzen Menschen und von People of Color und eben von weißen Menschen. Jetzt habe ich so ein bisschen, naja, so ein paar Wörter reingeworfen, die vielleicht nicht allen geläufig sind. Ich würde dir gerne erklären, wir sind ja hier auf einer Politikstunde, damit jeder von Anfang an quasi so ein bisschen mitkommt und irgendwie auch versteht, wovon wir hier eigentlich reden, weil es ja schon ein komplexes Thema. Wir würden gerne hervorheben, dass Schwarz und Weiß keine biologischen Eigenschaften beschreibt, also auf jeden Fall nicht die Hautfarbe, sondern im Gegensatz dazu politische und soziale Konstruktionen. Also sprich, wenn ich sage, eine Person ist weiß, dann verweise ich auf ihre Position als privilegierter Mensch. Und wenn ich sage, eine Person ist schwarz, dann verweise ich darauf, dass diese Person in einer, naja, rassistisch geprägten Gesellschaft diskriminiert wird. Ich habe jetzt auch schon mal deine erste Folie eingeblendet. Ich glaube, die passt ganz, ja, gut super, dazu. Ne? Super, perfekt. Genau, wir haben das nochmal aufgeschrieben, weil wir dachten, super viele Infos. Vielleicht wollt ihr nochmal nachlesen. Genau, und schwarz ist halt auch ein selbstgewählter Begriff, also ein emanzipatorischer Begriff. Weiß gegenüber ist einfach nur ein benannter Begriff, der diese dominante Position quasi ein bisschen widerspiegelt. Und People of Color habe ich auch noch erwähnt, noch ein Begriff, der auch auf dieser Folie steht, auf diesem eingeschobenen Blatt Papier. Genau, und das bedeutet quasi, oder unter diesem Begriff bezeichnen sich Menschen, die nicht in diese, naja, die in einer rassistischen Gesellschaft als nicht weiß gesehen werden. Das mal so kurz so zur Erklärung, wo sind wir eigentlich oder was ist doch so. Genau, und warum machen wir das überhaupt? Was ist eigentlich unsere Motivation dahinter? Wir würden gerne so ein bisschen aus der Geschichte lernen. Aus der Geschichte des Kolonialismus, auch aus diesem Ausbeutungsverhältnis, was besteht. Und würden halt einfach schauen, okay, wo liegt denn eigentlich der Ursprung dieser ungleichen Machtverhältnisse? Und unser Ziel ist so ein bisschen, so dieses ganze große, globale Miteinander ein bisschen besser zu verstehen. Und Anna wird euch jetzt noch ein bisschen erzählen, was Postkolonialismus eigentlich so ist. Genau, wir kommen jetzt vielleicht so ein bisschen dem kleinen Theorieteil, in dem wir ein paar wichtige Begriffe erklären. Das klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber wir finden es wichtig, dass wir diese grundlegenden Begriffe alle verstanden haben und auch alle das Gleiche darunter verstehen. Genau, und wenn ihr direkt Fragen zu den Begriffen habt, könnt ihr sie auch gern in die Kommentare schreiben. Wir beantworten gerne Kommentare
nach den Definitionen. Zu den Definitionen gibt es auch jeweils ein paar Stichpunkte, die der Daniel bestimmt auch gleich nebenbei einblendet. Genau, der Begriff Postkolonialismus, was bedeutet das? Also die Vorsilbe Post bedeutet ja oft so viel wie nach, also nach dem Kolonialismus. Postkolonialismus bedeutet aber explizit nicht, dass der Kolonialismus schon abgeschlossen ist, sondern steht für ein Andauern, ein Fortdauern des Kolonialismus bis heute. Und wir sprechen bei diesem Andauern auch von kolonialen Kontinuitäten. Genau, Postkolonialismus ist auf der einen Seite eine aktivistische Perspektive, eine antikoloniale Perspektive aus den Ländern des globalen Südens, also ehemals kolonisierten Ländern, aber auch eine theoretische Perspektive aus den Sprachwissenschaften, Kultur- und Literaturwissenschaften. Die beschäftigen sich wissenschaftlich damit, wie Kolonialismus bis heute andauert. Unter anderem untersuchen sie, welche Macht- und Wissenssysteme der Kolonialismus geschaffen hat und stellen diese auch in Frage. Um das vielleicht mal ein bisschen zu verdeutlichen, schauen sich postkoloniale TheoretikerInnen zum Beispiel an, wie wir über andere Menschen und Länder reden. Beispielsweise werden afrikanische Staaten oft als unmodern, als schlechter oder exotisch bezeichnet, während im Gegensatz dazu sich der Westen Europa als gut, als normal, als modern gilt. Dieses Prinzip, sich selbst von anderen abzugrenzen, nennt man in der Fachsprache Othering. Dieses Prinzip kommt besonders vom postkolonialen Theoretiker Edward Said, der auch als Mitbegründer von postkolonialen Theorien gilt. Genau, das bedeutet eigentlich, dass wir uns selbst besser darstellen und identifizieren, indem wir uns von anderen abgrenzen. Und wer diese Unterscheidung vornehmen kann und wer definiert kann, was normal ist und was nicht normal ist, hat in dem Sinne auch Macht. Und diese Unterschiede sind, was in den postkolonialen Theorien sehr, sehr wichtig ist, nur konstruiert. Also sie sind aber trotzdem so tief in unseren Gedanken und in Institutionen verankert, werden zum Beispiel auch durch Wissenschaft immer wieder wiederholt, dass wir sie gar nicht hinterfragen und als wahr annehmen. Und genau dieses Hinterfragen macht sich Postkolonialismus zur Aufgabe. Der nächste große Begriff, über den wir reden, ist Kolonialismus. Genau, dazu seht ihr bestimmt auch gleich noch ein paar Stichpunkte eingeblendet. Kolonialismus verstehen wir als System der über 500-jährigen Eroberung und Beherrschung des globalen Südens durch europäische Gesellschaften, an der auch Deutschland beteiligt ist. Beginnen tut das System 1492 mit der gewaltvollen Inbesitznahme des amerikanischen Kontinents und zu Hochzeiten des Kolonialismus zwischen dem Anfang des 19. Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg etwa standen über 2/3 der Welt unter europäischer Herrschaft. Wir verstehen Kolonialismus nicht nur als ein Ausbeutungssystem mit sowohl politischer, militärischer und wissenschaftlicher Herrschaft, sondern auch als ein Wissens- und Repräsentationssystem. Das bedeutet so viel, dass Länder und Gesellschaften auch kulturell, auch in ihrem Denken unterdrückt wurden. Beispielsweise wurden ihre eigene Geschichtsschreibung unterdrückt. Sie mussten Kolonialsprachen lernen und sprechen, was sie ja bis heute in vielen Ländern tun. Beispielsweise wird Französisch in Westafrika gesprochen oder Spanisch in Lateinamerika. Die Gesellschaften wurden auch in ein westliches Wissenschaftssystem integriert und auch in ein Wirtschaftssystem. Damit einhergehend und eng verknüpft ist auch Rassismus. Dazu haben wir auch ein paar Stichworte nochmal aufgeschrieben, damit ihr besser folgen könnt. Genau, mit dem System des Kolonialismus und auch der Versklavung ist Rassismus eng verknüpft. Und Rassismus verstehen wir als ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das Menschen aufgrund von zugeschriebenen biologischen oder auch kulturellen Merkmalen abwertet und diskriminiert. Diese Ideologie der Unterdrückung ist historisch gewachsen und verankert und prägt unser Denken sowohl bewusst, aber auch ganz wichtig unbewusst. Diese Ideologie wirkt alltäglich, genau, in unserem alltäglichen Leben, sowohl institutionell als auch strukturell. Ja, diese Definitionen, die ich gerade genannt habe, sind angelehnt an Definitionen von Glocal e.V. Das ist ein Berliner Verein für machtkritische Bildungsarbeit. Also wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr noch über die Begriffe zu lesen, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Die bieten auf jeden Fall sehr viel Material noch zu den Themen. Genau, das war jetzt auch schon der kleine Theorieteil. Genau, bevor wir gleich dazu kommen, das ein bisschen anzuwenden, vielleicht die Frage an Daniel, ob es schon irgendwelche Fragen, Zwischenfragen zu Begriffen gibt.
Es gibt zu den Begriffen noch keine Zwischenfragen, aber es gibt schon die ersten Fragen, also die wirklich auch ins Thema nochmal tiefer hineingehen. Gibt es immer noch so eine Art Kolonisation, ist eine Frage, oder auch welche Verantwortung trägt Deutschland eigentlich beispielsweise heute in der Außenpolitik, werde ich hier gefragt. Das sind sehr spannende Fragen zu dem Thema, ob es jetzt Kolonialismus quasi noch in unseren Strukturen, in unserem System gibt. Da, glaube ich, würde ich auf unseren praktischen Praxis-Teil verweisen, weil wir das da ganz konkret mal anwenden werden und mal schauen werden, okay, wo ist Kolonialismus eigentlich in unserer Lebenswelt verankert? Vielleicht stellen wir die zweite Frage auch noch zurück. Wir könnten jetzt beantworten, aber vielleicht macht das so ein ganz großes Fässlein auf das ganz viele Menschen irgendwie noch eingehen wollen. Und vielleicht macht es Sinn, jetzt einfach kurz ein bisschen weiterzumachen und die Fragen ans Ende zu stellen. Aber super Fragen, und ja, vielleicht klärt sich ja die eine oder andere Frage quasi schon mit dem, was jetzt kommt. Alles klar. Wir haben nämlich so ein bisschen überlegt, was können wir machen. Wir haben jetzt viel vom Postkolonialismus gehört. Das ist natürlich erstmal ein großes Thema. Und man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen erschlagen und denkt, okay, ja, spannend, aber was ist das jetzt für mich oder was hat das jetzt genau mit mir zu tun? Eine ganze Menge, weil man kann nämlich koloniale Spuren auch im persönlichen Umfeld finden. Normalerweise führen wir ja quasi Stadtrundgänge durch, wir gehen durch die Stadt, wir schauen uns Denkmäler an, Plätze, Straßen, da gibt es ja in Bonn auch ganz viele Orte, an die man gehen kann. Das ist in diesen Zeiten natürlich nicht möglich. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal was anderes, und zwar einen virtuellen Rundgang durch die eigenen vier Wände. Vielleicht schaut ihr gerade mal so ein bisschen vom Laptop, vom Handy hoch und guckt euch einfach mal um im Zimmer und fragt euch so ein bisschen, was könnte denn vielleicht kolonialen Bezug haben? Wir sind auch sehr gespannt, ob ihr die Sachen mit uns teilen wollt. Also vielleicht möchtet ihr uns später ein bisschen Rückmeldung geben, was ihr so gefunden habt. Mir fällt als erstes ein Schokolade. Anna hat auch ein zu Hause. In diesen Zeiten, ist Nervennahrung manchmal ganz nett. Und was kann da besser sein als ein Stückchen Schokolade? Ich bin mir sicher, dass die eine oder der andere von euch im Wagen eine Schokolade hat liegen haben. Und so auch ich. Und tada, da haben wir schon unseren ersten kolonialen Bezug, die Schokolade. Die Schokolade ist nämlich ein koloniales Gut. Zucker und Kakao werden zur Herstellung verwandt. Und die stammen woher? Aus ehemaligen Kolonien. Im Kolonialismus war es nämlich so, dass reiche EuropäerInnen haben sich nicht Schokolade angeeignet, sondern eher Land. War ja irgendwie auch die Schokolade, aber eher vorher das Land, meist gewaltsam durch Raub, und haben dann Plantagen errichtet. Zuckerrohrplantagen, Kakaoplantagen, Kaffeeplantagen, Reisplantagen. Da gab es ja ganz viele Möglichkeiten. Genau. Und haben dann Sklaven eingesetzt aus den ehemaligen Kolonien oder damals aus den Kolonien, um diese bei sich arbeiten zu lassen. Wobei man da sagen muss, es war nicht Arbeit, wie wir sie hier ganz normal kennen, es war Ausbeutung. Also die Menschen haben zu unglaublich schlechten Lebensbedingungen dort gearbeitet, also Arbeitsbedingungen dort gearbeitet, hatten sehr schlechte Lebensbedingungen, viele sind gestorben. Also es war ein unglaubliches Machtverhältnis, was da auch quasi zu Trage gekommen ist. Und wenn man Schokolade gekauft hat, also als koloniales Gut, dann hat man nicht nur diese koloniale Ausbeutung auf den Plantagen unterstützt, sondern halt eben auch dafür gesorgt, dass Deutschland zum Beispiel sein Reichtum mehrt. Also es ist nämlich so gewesen, dass exportiert wurden hauptsächlich Rohstoffe, also sprich Zucker unverarbeitet, Kakao unverarbeitet, und das wurde dann von europäischen Firmen hier auf unserem Kontinent quasi weiterverarbeitet. Natürlich, diese Gewinne, die dadurch eingefahren wurden, die gingen natürlich nicht an die Arbeiter auf den Plantagen, die gingen natürlich an die Menschen, die vom Kolonialismus dann profitiert hatten, nämlich wir, also deutsche Menschen. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis, was in dem Kolonialismus dadurch geschaffen wurde, das besteht halt bis heute fort. Also man findet auch heute noch in den Lebens- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen, weiß ich nicht, Europa, Afrika, Lateinamerika, findet man diese Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse, die fortbestehen und die halt immer noch auf einem Ausbeutungsverhältnis beruhen. Und damals ist man einfach, oder nicht einfach, aber ist man in den Kolonialwarenladen gegangen und hat sich dort eine Tafel Schokolade gekauft.
Heute gehen wir einfach in den Supermarkt um die Ecke. Also bei mir zum Beispiel um die Ecke ist ein Edeka. Und Edeka, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Edeka, der Name, ist halt auch ein koloniales Überbleibsel. Im Jahr 1889, nämlich, also quasi zu Hochzeiten des Kolonialismus, haben sich nämlich 21 Kolonialwarenhändler in Berlin zusammengeschlossen zur Einkaufsgemeinschaft der Kolonialwarenhändler und, naja, Edeka gegründet. Und das sind so Sachen, wo man vielleicht gar nicht drauf achtet, die in einem täglichen Leben begegnen. Ob jetzt bei der Schokolade, wenn ich mir ein Stück in den Mund schiebe oder wenn ich einfach meinen Spaziergang mache zur Mittagszeit, alleine natürlich zu diesen Zeiten, und am Edeka vorbeilaufe. Einem fällt das gar nicht unbedingt auf, aber es sind die kleinen Sachen, die wirklich koloniale Bezüge haben und wo wir vielleicht mal ein bisschen, mehr drüber nachdenken müssen. Ich bin mir sicher, wir finden noch mehr bei uns zu Hause, weil bei Anna im Hintergrund sehe ich nämlich zum Beispiel noch eine Weltkarte. Genau, es geht um Karten. Also in meinem Zimmer hängt hinter mir eine Weltkarte. Im Schulatlas sind ganz viele Weltkarten. Und auf eine Weltkarte schauen wir quasi täglich momentan. Das ist nämlich die Weltkarte der Johns Hopkins University, wo alle Corona-Fälle weltweit verzeichnet sind. Und Weltkarten waren nicht nur für SeefahrerInnen und Kolonialmächte wichtig und spannend. Kolonialmächte trugen zum Beispiel ihre, ich sag mal, Entdeckungen in Karten ein und führten die so mit ihrem sehr subjektiven Wissen. Wir kennen ja alle die Geschichte, dass Kolumbus dachte, er hätte den Seeweg nach Indien entdeckt. Weltkarten verraten uns nicht nur, was wir über die Welt wissen, sondern sie zeigen auch Machtverhältnisse. Was ist zentral auf einer Karte dargestellt? Was ist vielleicht am Rand dargestellt? Wie werden Grenzen dargestellt? Es gibt ja viele Grenzkonflikte, wo Grenzlinien nicht ganz klar sind. In welcher Sprache sind Karten beschriftet? Und die Weltkarte, die uns täglich begegnet, die auch im Schulatlas oft verzeichnet ist, beruht auf der sogenannten Mercator-Projektion, die ihr gleich auch einmal hier eingeblendet seht. Projektion heißt einfach nur eine Art, wie man die runde Erdkugel auf einer flachen Karte darstellen kann. Und bei dieser Mercator-Projektion findet sich Europa meist zentral in der Mitte. Der Äquator ist nicht immer mittig dargestellt. Manchmal ist er ein bisschen weiter auf der Südhälfte. Dadurch wirkt die Nordhälfte einfach viel größer. Und beispielsweise wirkt Großbritannien manchmal so groß wie Indien. Für die Seefahrt beispielsweise, also auch für Kolonialmächte, war diese Mercator-Projektion aber natürlich prima, weil sie winkeltreu ist. Das bedeutet, dass die Lage der Kontinente zueinander und Landmassen korrekt dargestellt ist, aber die Flächen- und Größenverhältnisse stimmen nicht überein. Einfach vielleicht als Vergleich dazu mal die Peters-Projektion, einfach eine andere Art Weltkarten darzustellen. Die müsstet ihr auch einmal als Vergleich eingeblendet sehen. Das ist auch die Projektion, die bei mir im Hintergrund hängt. Da sind die Länder und Kontinente flächengetreu dargestellt, also so in der Größe, in der sie auch wirklich die Größe, die sie auch wirklich einnehmen. Dafür wirken sie aber sehr verzerrt und die Winkel und die Lagen zueinander sind nicht ganz richtig dargestellt. Hier zeigen sich aber vor allen Dingen die wahren Größen. Das Grönland wirkt plötzlich ziemlich klein, der afrikanische Kontinent riesig. Und es gibt einfach verschiedene Projektionen, wie man Karten darstellen kann, dass diese eurozentristische Mercator-Projektion so dominant ist und für uns oft als normale Weltkarte angenommen wird, ist halt ein Überbleibsel des Kolonialismus und kolonialer Seefahrt. Und dazu leite ich wieder zu Jill. Vielleicht finden wir noch mehr Spuren. Ich bin mir sicher. In diesen Zeiten hat man ja vielleicht auch manchmal Langeweile. Wir studieren vielleicht, wir arbeiten vielleicht, wir gehen vielleicht auch mal zur Schule. Aber möglicherweise haben wir auch einfach mal eine Mittagsfreizeit. Und was kann man da Schöneres machen, als ein bisschen aufzuräumen? Man könnte zum Beispiel mal alte Kisten aus dem Keller holen und einfach mal ausmisten. Vielleicht fällt einem da nämlich ein Kinderbuch in die Hände. Und Kinderbücher, wir kennen so Geschichten wie Pippi Langstrumpf oder Tim und Struppi, eher als Gute-Nacht-Geschichten und eher, positiv konnotiert. Aber es lassen sich koloniale Spuren in diesen Büchern finden. Denn die Darstellung schwarzer Menschen ist mal sehr kolonialrassistisch. Also wenn man sich zum Beispiel mal Tim und Struppi, wenn man sich den Comic mal anschaut, dann ist es so, dass schwarze Menschen häufig sehr überzeichnet dargestellt werden. Also sprich mit großer Nase, mit dicken Augenbrauen, alles Mögliche. Also es ist wirklich, man findet unglaublich viele koloniale Spuren.
Zudem ist es so, dass die weißen Menschen häufig die dominante Rolle, die Bestimmerrolle einnehmen, die, naja, so ein bisschen zivilisierter wirken. Und schwarze Menschen werden eher als, naja, manchmal wilde und barbarisch dargestellt, unzivilisiert. Da ist ein ganz klares Machtgefälle quasi, was da mit schwingt. Und was man natürlich auch bedenken muss, so Kinderbücher, vor allem so die, die ich in meiner Kindheit gelesen habe, ich habe selten schwarze Protagonistinnen quasi gehabt. Also wenn schwarze Menschen vorkommen, dann sind es meistens wirklich die Bösen, die vom weißen Menschen dann gejagt werden oder zurechtgewiesen werden oder, belehrt werden. Und selten finde ich irgendwie einen Protagonisten oder so, der schwarz ist. Und da schwingt natürlich auch unglaublich viel Vorurteil und Stereotype mit, die aus dem Kolonialismus fortbestehen. Genau, koloniale Spuren finden wir aber auch nicht nur in Nuschni und Kinderbüchern. Ist auch wichtig, sich mal anzuschauen, wen wir lesen und wen wir gerade nicht lesen. Im Deutsch- oder im Philosophieunterricht, aber auch im Studium werden viele Klassiker gelesen. Also ich habe in der Schule und auch im Studium Kant gelesen. Ich habe es hier einmal. Und Denker und Philosophen der Aufklärung sind oft weiße europäische Männer. Und in vielen Schriften, beispielsweise bei Hegel, bei Kant, finden sich sehr rassistische Aussagen. Trotzdem werden die Klassiker der deutschen Aufklärung weiter benannt. Trotzdem kennt fast jede und jeder Immanuel Kant. Kaum jemand hingegen kennt zum Beispiel Anton Wilhelm Amo, schwarzer Philosoph in Deutschland, der genau zeitgleich zu Kant, zur Zeit der Aufklärung in Deutschland lebte und lehrte. Ja, und wir sind mit diesen Weltbildern, die uns in Filmen, in Büchern begegnen, groß geworden und haben immer wieder die gleichen Geschichten gehört. Und wir können ja auch gar nichts dafür, dass wir diese übernehmen und für normal oder für richtig halten. Wir finden es aber wichtig zu bedenken, dass es halt verschiedene Geschichten und verschiedene Perspektiven gibt, die auch gehört werden wollen. Und ja, vielleicht stellen wir unsere Weltbilder mal bewusst ein bisschen auf den Kopf und hören andere Perspektiven. Und das war jetzt auch schon unser kleiner, zugegebenermaßen sehr, sehr kurzer Rundgang, quasi ein kleiner Einstieg. Und wollen jetzt einfach noch ein bisschen Zeit haben für Fragen. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, mit auf den Rundgang in Bonn oder auch in anderen Städten zu kommen. Es gibt viele Initiativen in vielen verschiedenen Städten. Es gibt viele Veranstaltungen. Oder ihr geht auch mal alleine auf Spurensuche in eurer Stadt oder im Internet. Genau, und jetzt nach Fragen. Daniel, was hast du für uns? Ja, also es sind eine ganze Reihe von zum einen auch Beiträge gekommen, also Leute, die gesagt haben, wir haben auch was bei uns gefunden sozusagen. Also jemand hat gesagt, Kaffee ist ja noch so ein Beispiel auch für ein koloniales Produkt, was ich oder postkoloniales Produkt, was ich natürlich auch habe, was auch seine Vergangenheit im Kolonialismus hat. Exotische Früchte werden noch benannt. Eine ganze Reihe von Kommentatorinnen und Kommentatoren haben auch entsprechend hier mitgemacht und weitere Gegenstände bei sich gefunden. Super. Ja. Ich selber habe auch was Spannendes gefunden hier bei mir. Gestern Abend, ich habe ein handgeschnitztes Tim und Struppi Tiefseeboot aus Tim und der Schatz Rackham des Rotens gefunden. Das habe ich mal vor einigen Jahren in Tevüren in einem der wirklich auch interessantesten Museen gefunden, wo man das Gefühl hat, der Kolonialismus in Belgien, der war damals zumindest noch fast gar nicht aufgearbeitet. Ja, spannend. Was haben wir noch an Fragen? Ich lese euch mal vor. Also wir hatten ja zum einen nochmal die Frage ganz am Anfang, auf die wir vielleicht jetzt mal eingehen können. Gibt es immer noch so eine Art Kolonialisation? Also gibt es noch so eine Form von Kolonialismus? Wie würdet ihr das heute sehen? Naja, also ich glaube, dass diese Ausbeutungsverhältnisse, die halt eben aus dem Kolonialismus stammen, dass die auch weiter fortbestehen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man Wirtschaftsbeziehungen anguckt, ich hatte ja gerade das Beispiel des Kakaos genannt oder beziehungsweise der Schokolade eher, da besteht es ja immer noch fort. Und wenn wir uns mal anschauen, wie Reichtum und Armut auf der Welt verteilt sind, dann sieht man ja ganz klar, wo quasi Menschen über Menschen immer noch in einer gewissen Art und Weise herrschen. Das ist aber auch in ganz anderen Lebenssituationen quasi noch, oder kann man es quasi noch erkennen, weil der
Kolonialismus hat natürlich auch dazu geführt, dass sich einige Länder nicht so, ich benutze nicht so gerne das Wort entwickeln, weil Entwicklung ja auch sehr, naja, westlich konnotiert ist. Also es ist ja auch irgendwie eine Vorstellung, dass irgendwas, sich entwickeln muss und irgendwo hinführen muss. Aber es gibt natürlich Länder, denen geht es deutlich schlechter als zum Beispiel Deutschland. Und naja, wenn wir uns das jetzt im Moment anschauen bezüglich Corona, dann kann man ja auch sehen, in afrikanischen Ländern ist das Gesundheitssystem halt noch nicht so ausgeprägt oder beziehungsweise konnte sich nicht wirklich weiterentwickeln, weil einfach andere Probleme, die aus dem Kolonialismus herrühren, einfach immer noch fortbestehen. Und da kann man ja dann schon irgendwie ein Machtverhältnis sehen. Genau. Das passt vielleicht auch ganz gut zu der nächsten Frage, die genau dazu kommt. Ja, also ihr meint ja, dass Postkolonialismus den globalen Norden als moderner und besser konstruiert, aber diese Länder sind doch einfach wohlhabender und politisch stabiler. Sind sie, aber natürlich aufgrund der Geschichte. So verstehe ich euch an der Stelle, oder? Genau, also das ist ja, wir leben ja quasi im Reichtum aufgrund dieser Entwicklung, die es halt zu Zeiten des Kolonialismus gab. Also warum sind wir reich? Weil wir diese Güter exportieren konnten und hier gut verarbeiten konnten und dann natürlich die zu teuren Preisen verkaufen konnten. Und Anna, du würdest gerne noch ergänzen. Ja, also auch genau wie die strukturell diese Beziehung auch immer noch anhalten. Also wenn wir uns europäische Handelspolitik zum Beispiel angucken, wer bestimmt, wie Handelsabkommen geschlossen werden, welche Produkte werden zu welchen Preisen exportiert, importiert und auch in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit werden Gelder vergeben, wenn sich Länder nach einem gewissen westlichen Modell integrieren, entwickeln sollen. Das zeigt einfach noch ganz viele koloniale Strukturen und diese Machtstrukturen, die immer noch fortbestehen und worauf der Reichtum des globalen Nordens aufbaut. Okay, dazu vielleicht dann nochmal eine passende Frage von Amina, die fragt, wird der Kolonialismus immer noch verherrlicht bzw. auch vergessen? Inwiefern ist der Kolonialismus auch im Schulunterricht ein Thema? Sicherlich eine ganz, ganz spannende Frage. Ich selber wohne hier in der Nähe des alten Friedhofs von Poppelsdorf und da ist mir auch vor einigen Jahren schon mal aufgefallen, da gibt es ja nach wie vor ein Ehrengrab für Trutz von Trotta, einen der Verantwortlichen für den Genozid in Südwestafrika. Der hängt da immer noch, also völlig unkommentiert steht da quasi sozusagen das Ehrengrab für diesen bedeutenden sozusagen Verbrecher des Kolonialismus. Ist das so ein Beispiel, wo manche Orte einfach immer noch geschichtsvergessen sind, wo noch auch vielleicht Leute sogar fast noch verherrlicht werden dafür, was sie da eigentlich getan haben? Also ich finde auf jeden Fall, also ich persönlich hatte im Schulunterricht das Thema Kolonialismus irgendwie kam gar nicht zur Sprache und wo das so ein wichtiges Thema ist und viele Stimmen sagen, ja, okay, deutscher Kolonialismus war nicht so ausgeprägt wie beispielsweise französischer oder britischer Kolonialismus, was natürlich irgendwie total sinnfrei ist, weil auch deutscher Kolonialismus war sehr gewaltvoll und das Beispiel Lothar von Trotha ist ein super Beispiel. Genau, Lothar von Trotha, Entschuldigung, muss mich korrigieren, nicht Trutz von Trotha, ist ein anderer. Entschuldigung, Trutz von Trotha, Lothar von Trotha reden wir, genau. Genau, ja, der liegt hier in Poppelsdorf auf dem Friedhof begraben und das ist eine Station unseres postkolonialen Rundgangs durch Bonn. Lothar von Trotha hat den Vernichtungsbefehl an den Hereronama gegeben und damit den Völkermord in Auftrag gegeben und vielen Personen ist nicht bewusst, wer ist Lothar von Trotha. Auch hier in Bonn Personen, die irgendwie über den Poppelsdorfer Friedhof auch spazieren gehen Also ich finde es schon sehr komisch, dass es einfach nicht aufgearbeitet wird und es finden sich an vielen Stellen in Städten einfach noch Kontinuitäten, noch Denkmäler, noch Skulpturen, die ja nicht reflektiert sind oder auch Personen, wie ich habe gerade Immanuel Kant erwähnt, der wird ja auch wegen seiner Philosophie viel gelobt, viel zitiert, seine rassistischen Aussagen werden selten thematisiert oder auch Personen wie Konrad Adenauer, Bismarck, die auch in dem Kontext Aussagen getätigt haben.
warte mal, man hat mich gar nicht gehört. Also vielleicht könnt ihr die Figur von Konrad Adenauer noch mal kurz erwähnen. Der ist ja gerade hier in Bonn allgegenwärtig und dass da irgendeine koloniale Geschichte bei ihm ist, ist, glaube ich, wirklich vielen nicht so sehr bekannt, oder? Genau, also Konrad Adenauer hier in Bonn, ganz berühmte Persönlichkeit. Man kommt quasi gar nicht drum herum, ihn zu kennen. Besonders ich jetzt zum Beispiel in meinem Politikwissenschaftsstudium begegne ihm halt natürlich auch oft. Wird immer, naja, hervorgehoben als herausragender Politiker. Hatte aber auch eine andere Seite, weil er halt auch in der deutschen Kolonialgesellschaft sehr weit oben mit dabei war und auch sehr viele Aussagen getätigt hat, die sehr, rassistisch sind. Und Anna, du magst da gerne ergänzen. Ja, absolut. Gerne. Also das, dass Konrad Adenauer als Oberbürgermeister von Köln 1927, also bevor er als Bundeskanzler bekannt, also größer bekannt war, auch wirklich den Erwerb von Kolonien angestrebt hat, also Deutschland empfohlen hat, mehr Kolonien zu erwerben, was doch sehr, sehr schockierend ist, da man Konrad Adenauer einfach in diesem Kontext nicht thematisiert. Das noch als kleine Ergänzung. Okay. Dann gucken wir nochmal, welche weiteren Fragen. Ist schon aufgefallen nochmal, dass mit dem Trotz von Trotta, ich entschuldige mich nochmal, wir haben es nachgeliefert, es geht um Lothar von Trotta. Wir haben nochmal einen Hinweis auf die Frage, oder hier gibt es eine Frage, warum gibt es in Staatenbündnisse immer noch benachteiligte Partizipationsmöglichkeit für die ehemaligen Kolonien? Ist hier eine Frage von Katharina. Also so kann ich die Frage nochmal hören, genau. Warum gibt es in Staatenbündnissen immer noch benachteiligte Partizipationsmöglichkeiten für ehemalige Kolonien? Ich könnte mir vorstellen, dass Katharina auch anspielt auf die UNO oder vielleicht auch auf andere supranationale Organisationen. Naja, zum einen würde ich sagen, ist es halt wirklich aus dem Gedanken heraus, wir müssen nochmal Verantwortung übernehmen für ehemalige Kolonien. Also sprich das Bewusstsein, okay, der Kolonialismus hat anscheinend doch was bewegt, beziehungsweise nicht bewegt im positiven Sinne, sondern eher im negativen Sinne, hat Sachen, Strukturen zerstört. Und da sind wir irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise noch schuldig und müssen quasi bestimmte Konditionen für sogenannte Entwicklungsländer quasi geben. Aber es ist, man muss sagen, dass da jetzt auch so ein bisschen von abgerückt wird. Also wenn man sich zum Beispiel die deutsche Entwicklungszusammenarbeit anschaut, dann werden ja jetzt zum Beispiel auch, die heißen Public-Private Partnerships, dann werden Handelsverträge oder Handelsbeziehungen quasi auf Augenhöhe, also sollen auf Augenhöhe gestaltet werden. Und da möchte man jetzt so ein bisschen weg von dieser Schutzverantwortung für Kolonien hin zu, das sind bewusste, Menschen, die oder Staaten, die selbstbewusst auftreten können und da besteht gar nicht mehr so eine Ungleichheit. Das ist halt, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, wie man das irgendwie handeln kann, weil einerseits natürlich ist es so, dass aus dem Kolonialismus noch bestimmte Strukturen bestehen und irgendwie noch eine gewisse Verantwortung von ehemaligen Kolonialstaaten quasi hervorgeht. Aber auf der anderen Seite, solche Staaten auf Augenhöhe wahrzunehmen, ist natürlich auch schwierig, weil man kann dieses System, in dem wir leben, ja nicht einfach wegdenken. Also diese ungleichen Machtverhältnisse sind ja nicht einfach schnipp weg, nur weil Menschen sagen, okay, die bestehen jetzt nicht mehr und wir möchten jetzt auf Augenhöhe verhandeln. Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Hast du da noch Ergänzung zu, Anna, vielleicht? Nee, gerade. Okay, dann können wir vielleicht mit der nächsten Frage weitermachen. Auch eine spannende Frage nochmal zu dem Zusammenhang zwischen vermehrten autoritären Regierungssystemen des globalen Südens und dem ehemaligen Kolonialismus. Seht ihr da einen Zusammenhang? Also einen Zusammenhang zwischen vermehrten autoritären Regierungssystemen des globalen Südens und dem ehemaligen Kolonialismus? Also ich würde sagen, ich bin da jetzt keine Expertin drin und kann da jetzt keine fundierte, umfassende Meinung bilden. Natürlich ist es so, dass wenn als die KolonisatorInnen quasi das Land verlassen haben, war ja schon, es gab einfach keine Strukturen, weil die ja zerstört wurden und es wurde quasi von ganz unten angefangen. Und natürlich können dann auch Menschen irgendwie politische Positionen ergreifen, die vielleicht nicht unbedingt dafür geschaffen sind oder beziehungsweise können sich autoritäre
Strukturen etablieren, weil man vielleicht auch einfach gerade so ein bisschen Führung braucht, also weil nicht so viel da ist. Ob da jetzt unbedingt ein Zusammenhang zwischen Kolonialismus und autoritären Staaten besteht, weiß ich nicht, weil autoritäre Staaten gibt es ja auch überall anders. Und den Politikstil, den gerade Donald Trump pflegt, da lassen sich ja auch auf jeden Fall autoritäre Elemente erkennen. Deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, dass es ein Thema für sogenannte Entwicklungsländer ist. Ich habe jetzt noch eine Frage, nochmal, die zurückgeht auch auf unsere, auf unseren kleinen Rundgang durch die Wohnung und auf die Beispiele, die dort gebracht werden. Mika fragt, was gibt es denn noch, das durch den Kolonialismus sozusagen bei uns noch vorhanden ist, was man nicht auf den ersten Blick erwartet? Also bei Schoki ist es ja ganz klar, oder ich habe gestern mit meinen Töchtern zusammen geguckt, was haben wir gefunden, so eine Vanilleschote oder so. Das sind ja, glaube ich, alles so Produkte, wo man das so auf den ersten Blick nennt. Ihr habt ja eben schon die Kinderbücher genannt. Fällt euch noch irgendwas ein, wo man sagt, da ist es nicht auf den ersten Blick sofort zu erwarten? Anna? Ja, ich glaub, also ich glaube, es gibt in einigen Gebieten, wo man vielleicht es nicht erwartet, noch Spuren finden kann. Auf manchen ist Schokolade vielleicht total offensichtlich oder Zucker oder irgendwie auch unsere Kleidung, Baumwolle ist auch koloniales Gut. Aber für manche, also manche vielleicht müssen ein bisschen länger suchen, um diese Verbindung zu finden. Ich glaube, also man könnte im Zimmer auf jeden Fall noch einige andere Sachen finden. Ich weiß nicht, Jill, ob du ein gutes Beispiel gerade noch hast? Ich überlege gerade schon, vielleicht Kunstgegenstände, also wo man sich gar nicht so wirklich bewusst ist, wo die eigentlich herkommen. Also man sieht vielleicht in irgendeiner Wohnung, also gut, meine Studierendenwohnung ist jetzt vielleicht noch nicht so auf den Kunstmarkt ausgerichtet, aber man findet in manchen Wohnungen Gegenstände oder Kunstwerke quasi, wo die Herkunft gar nicht bekannt ist. Und warum ist sie nicht bekannt? Weil es möglicherweise auch zum Beispiel einfach Kunst ist, die im Kolonialismus entwendet wurde und wo man vielleicht auch nicht direkt sieht, hey, das hat jetzt irgendwie kolonialen Bezug oder sonst was. Ansonsten erkennt man das natürlich auch auf struktureller Ebene, also jetzt nicht in Gegenständen, sondern zum Beispiel in rassistischen Diskriminierungen gegenüber schwarzen Menschen oder People of Color. Das muss man sich ja auch immer noch quasi im Kopf, so ein bisschen zurufen, hätte ich bald gesagt. Wenn man jetzt, ja. Und es gibt natürlich eine Sache noch, die mir jetzt ganz konkret einfällt. Das ist natürlich hier, wenn wir in unsere mobilen Endgeräte gucken. Also was steckt da eigentlich drin? Ja. Ja, wo kommen die Rohstoffe dafür her, dass wir sozusagen jetzt hier miteinander skypen können? Da steckt ja auch ganz, ganz viel Ausbeutung dieser Länder drin, wo ja diese Rohstoffe oft zu finden sind. Ja, ja, und auch die Entsorgung dieser Geräte, die dann auf Elektroschrottmüllhalden im globalen Süden landen. Das hatten wir auch gestern schon als ein Thema in der Politikstunde mit Team Global, die ja auch genau auf diese Entsorgungsproblematik hingewiesen haben, auch was Plastikmüll angeht und so weiter, dass es dann auf einmal dort wieder landet. Ich habe eine weitere Frage, die reingekommen ist. Es sind unglaublich viele weitere Fragen reingekommen. Wir können uns die vielleicht hinterher auch nochmal im Kommentar zusammen anschauen, wenn ihr Lust habt, auch teilweise komplexere Fragen. Ich würde jetzt mal ein bisschen sortieren. Eine Frage, die noch reingekommen ist, ist eine Frage zu der zu aktuellen kolonialen Zügen. Trägt die chinesische Wirtschaftsstrategie in Afrika koloniale Züge, ist hier die Frage. Habt ihr dazu? Naja, also klar trägt sie koloniale Züge, also wie auch deutsche Entwicklungszusammenarbeit, also in China wird es ja dann nicht Entwicklungszusammenarbeit genannt, sondern bezieht sich eher auf wirtschaftliche Themen. Man muss sagen, was sich vielleicht so ein bisschen von dem Deutschen unterscheidet, ist, dass China keine Ansprüche an zum Beispiel Demokratie oder so stellt. Also in Deutschland ist es ja oft so, wenn Deutschland irgendwo hingeht und Projekte aufzieht, sonst was, dann ist es häufig an Konditionen geknüpft, wie wir brauchen Demokratie, wir möchten gerne, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Das ist im chinesischen Kontext nicht so. Also denen ist es jetzt nicht so super wichtig, weil Menschenrechte werden auch in China nicht so super eingehalten. Da kann man natürlich dann das auch nicht von anderen Ländern fordern. Natürlich hat das irgendeine Form von moderner, also von Neokolonialismus, von modernem Kolonialismus, Anna? Ja, genau. Also China hat einfach eine andere Strategie,
es bietet afrikanischen Ländern Kooperationen an, die sie dann auch wirklich nicht, wie Jill sagte, als Entwicklungszusammenarbeit beziffern, sondern als wirtschaftliche Kooperation und verschweigt nicht, dass auch China daran Gewinne macht und davon profitiert. Europäische Entwicklungszusammenarbeit wird ja sehr altruistisch gekennzeichnet. Wir helfen. Die chinesischen Projekte sagen ganz klar, dass auch China profitiert und zum Beispiel durch Ölvorkommen, also durch Rechte an Öl, die sie sich sichern, da sind viele strukturelle, auch ausbeuterische oder koloniale Züge auch zu finden. Es sind einfach unterschiedliche Strategien. Ich habe jetzt eine ganz spannende Frage nochmal reinbekommen, die schon Richtung Lösungsvorschläge geht. Ja, also was können es für Lösungsvorschläge geben, was könnte es für Lösungsvorschläge geben, der Unwissenheit gegenüber dem Kolonialismus entgegenzuwirken? Habt ihr da Ideen? Also Förderprogramme der politischen Bildung werden hier gefragt, also schon so ein bisschen vorausgegriffen, das könnte was sein. Viele ahnen wahrscheinlich nicht, wie groß eben der Einfluss auf die Weltordnung durch den Kolonialismus tatsächlich ist. Habt ihr da Ideen? Was sind Lösungsvorschläge? Also ich fände es super wichtig, Kolonialismus auch ausführlich einfach in der Schule zu thematisieren und im Schulunterricht zu verankern und sich halt nicht nur unsere deutsche Perspektive anzuhören, sondern auch einfach Widerstandskämpfe aufzuzeigen, sich mit Rassismus zu beschäftigen, Stimmen hörbar zu machen, die marginalisiert werden, also diskriminierte Personen sprechen lassen und einfach mal unsere Privilegien auch so ein bisschen abzugeben. Das fände ich schon mal einen wichtigen Schritt. Ich weiß nicht, ob Jill noch mehr Ideen hat. Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man so sich selber so ein bisschen hinterfragt und die eigene Position. Ich glaube, dass das immer ein langer Prozess ist, der auch nie abgeschlossen ist und vor allem auch ein sehr schwieriger Prozess, der auch vielleicht ein bisschen wehtun kann. Aber dass es halt wichtig ist, immer wieder die Perspektive vielleicht mal zu wechseln und mal dahinter zu schauen, was steht da eigentlich hinter. Und was weiß ich, wenn ich eine Hausarbeit schreibe jetzt in diesen Zeiten, mal zu gucken, okay, was ist denn eigentlich da in dieser Literatur geschrieben? Also was werden da für Stereotypen quasi wiedergespiegelt, für Vorurteile? Und da einfach vielleicht mal ein bisschen hinterzugucken und zu denken, okay, vielleicht benutze ich jetzt einfach mal eine alternative Datenbank oder sonst was. Das ist, glaube ich, auf ganz vielen Kanälen möglich, ja. Es gab auch noch mal eine Frage, die hier gestellt wird. Was könnte so ein Anknüpfungspunkt sein, wenn man eine eigene Initiative in der eigenen Stadt gründen will? Gibt es typische Erinnerungsorte, an denen sowas anknüpfen könnte? Also man kann sich natürlich erstmal mit berühmten Persönlichkeiten der Stadt auseinandersetzen. Also bei uns, Konrad Adenauer war da sofort Thema und Person. Lothar von Trotha, da ist man natürlich auch sofort drauf gestoßen. Aber es gibt natürlich auch städteübergreifend Sachen, die in allen Städten irgendwie vorhanden sind. Also wir haben zum Beispiel auch in Bonn, durch Bonn fließt ja der Rhein, den haben wir auch in Köln. Und was war der Rhein? Natürlich auch Handelsroute für Kolonialismus, also um quasi auf Schiffen koloniales Gut zu transportieren. Also ich glaube, vielleicht kann man auch irgendwie Gemeinsamkeiten mit anderen Städten erstmal suchen und davon ausgehen und dann immer mehr bewusst durch die Stadt laufen. Ich glaube, einem fällt so viel auf. Und wir hatten auch super tollen Kontakt mit ExpertInnen, mit Geschichtsmenschen, hätte ich bald gesagt. Wir hatten eine wunderbare Führung über Friedhöfe oder durch die Stadt, durch die Südstadt hier in Bonn. Ich glaube, da gibt es auch wirklich viele ExpertInnen, auf die man sich dann auch verlassen kann. Und man muss den Weg auf jeden Fall nicht alleine gehen. Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp ist auf jeden Fall, mit offenen Augen mal durch die Stadt zu gehen und sich mal zum Beispiel an Statuen anzuschauen oder irgendwelche Reliefs an Gebäuden, sich die Unis mal anzuschauen. Die Unis sind auch oft Orte, wo koloniale Spuren zu finden sind. Natürlich in Fächern wie Geografie oder irgendwie in Museen sind Sammlungen von Kunstgegenständen. Ich glaube, da finden sich ziemlich viele Sachen in sehr vielen Städten und wahrscheinlich mehr, als man sich das am Anfang so vorstellen möchte. Ja, damit nochmal die herzliche Einladung, sozusagen nicht nur in diesen Tagen offen durchs Wohnzimmer zu gehen, sondern
offen durch die eigene Stadt zu geben. Es sind ganz, ganz viele Fragen offen geblieben wieder in dieser Politikstunde, die wir diesmal zum Thema Kolonialismus haben. Was hat er heute noch mit uns zu tun? Es wurde noch gefragt, wie kann man eine Entwicklungszusammenarbeit so aufbauen, dass sie vielleicht andere Züge trägt? Es wurde kontrovers auch schon diskutiert. Ich lade euch beide herzlich ein, sozusagen nochmal nachzugucken. Wir laden euch da draußen alle ein, nochmal durch eure Umgebung offen zu gehen, auch wenn ihr alleine oder zu zweit maximal einen kleinen Spaziergang durch eure Stadt macht. Guckt doch mal nach Straßennamen, schaut doch mal, wo sind noch koloniale Spuren zu sehen. Das waren Jill und Anna von Bonn Postkolonial. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr heute Morgen die Zeit für uns gefunden habt, bei der Politikstunde mitzumachen. Ich danke euch für die Kommentare. Schaut euch noch mal weiter um, wie gesagt. Und wir sehen uns am Montag wieder, wenn es heißt, um 11 Uhr, wenn die Glocke wieder klingelt, die Politikstunde geht in die zweite Runde. Und wir machen heute Nachmittag um 14 Uhr einen kleinen Blick ins Lehrerzimmer. Da treffen sich drei, vier der Leute, die diese Politikstunden hier vorbereiten. Da sind wir nochmal live und erzählen euch, was euch kommende Woche erwartet. Da haben wir nämlich nochmal 5 spannende Politikstunden zusammengestellt. Bis dahin, wir sehen, hören und streamen uns. Und in einer Viertelstunde sind wir auch auf YouTube entsprechend wieder vorhanden. Also guckt rein. Bis dahin. Tschüss.